Flug über die salzhaltige Wüste im indischen Bundesstaat Gujarat. Aus der Luft können die Piloten riesige Krater und tektonische Verwerfungen erkennen, die das Megabeben in der Wüste Gujarats hinterlassen hat. 26. Januar 2001. Dieses Datum wird in die indische Geschichte eingehen. Morgens um 8.45 Uhr, am Unabhängigkeitstag des Landes, brachte das bisher schlimmste Erdbeben des Subkontinents seit 50 Jahren Tod und Verwüstung. In diesem salzhaltigen Wüstengebiet ist die Wucht der Naturkatastrophe gut zu erkennen. Die Kraft des Bebens soll 300 Mal stärker gewesen sein als die Hiroshima-Bombe. Gujarat war schon immer eine hochgradig gefährdete Erdbebenregion, aber Empfehlungen der Zentralregierung zum Bau erdbebensicherer Häuser wurden nie umgesetzt. Das Epizentrum des Bebens lag in der Kutch-Region und die Erde erzittert noch immer. Diesmal hat es nicht nur die Armen getroffen, auch viele Hochhäuser in der wirtschaftlich boomenden Stadt Bhuj sind in sich zusammengestürzt. Jetzt erst will die Regierung gegen korrupte Lokalpolitiker und Beamte vorgehen, die Baugenehmigungen gegen Schmiergelder erteilt haben, die sich nie darum gekümmert haben, ob die Bauvorschriften im Erdbebengebiet auch wirklich eingehalten werden. Die Regionalregierung rechnet mit 35.000 Toten, genaue Zahlen gibt es nicht. Überall riecht es nach Verwesung. Die Toten werden so schnell wie möglich geborgen und verbrannt. Es droht Seuchengefahr. Eine halbe Million Menschen ist obdachlos geworden. Hilfsorganisationen kümmern sich um die Überlebenden in der vom Erdbeben am schlimmsten betroffenen Stadt Bhuj. In abgelegene Dörfer kommt kaum Hilfe. Wer genug Mehl hat, kann Chapatis, das indische Fladenbrot, machen. Es gibt allerdings zu wenig sauberes Wasser. Am Tag kehrt fast so etwas wie Alltag bei den Überlebenden ein. Aber in der Nacht frieren sie bei 7 Grad Celsius. Die Solidarität mit den Opfern ist in Indien groß. Hunderte von Lastwagen sind unterwegs nach Bhuj. Wahllos halten sie irgendwo an und verteilen Hilfsmittel. Freiwillige aus allen Teilen des Landes versuchen zu helfen. Wir können nicht weiter weinen. Wir müssen kämpfen. Die Menschen aus Kutch sind sehr stark. Wir müssen gegen die Natur angehen. Die Regierung hat sofort Hunderte von Ärzten aus anderen Bundesstaaten geschickt. Die Inder sind stolze Menschen, die nicht gerne Hilfe aus dem Ausland annehmen, außer in Extremfällen wie bei diesem Erdbeben. Zu Beginn war es gut, dass Hilfe aus dem Ausland kam, aber jetzt können die indischen Ärzte alleine weitermachen. Wir brauchen die ausländischen Mediziner nicht mehr. Die Überlebenden sind trotz ausländischer Hilfsorganisationen vor allem auf ihre Landsleute angewiesen. Über 1000 Dörfer und Städte mit insgesamt 35 Millionen Einwohnern wurden nach Regierungsangaben von dem Beben betroffen. Der Sachschaden wird mit 45 Milliarden Schilling beziffert. Ein Regierungsangestellter hat vor seinem Haus 6 Familien aufgenommen. Sie schlafen unter einer Zeltplane und bekommen von der Makwana-Familie ihr Essen. Es sind die früheren Nachbarn aus der Altstadt von Bhuj. Die Menschen können es alleine nicht schaffen. Viele der Menschen sind so arm. Das ganze Leben lang haben sie gespart und jetzt alles verloren. Wir müssen ihnen helfen. So war es auch bei der Scholanki-Familie. Ihr Vermögen war dieses Haus in der Altstadt von Bhuj. Noch warten sie auf die Ingenieure der Regierung, die alle nicht eingefallenen Häuser bewerten müssen. Ich wollte nur noch einmal mein Haus sehen. Die Behörden werden wahrscheinlich alle Häuser in der Altstadt abreißen. Sie sind nicht mehr sicher. Wo werden wir nur wohnen? 73.000 Häuser sind völlig zerstört worden. Etwa doppelt so viele wurden nach offiziellen Angaben schwer beschädigt. Jeder versucht, aus den Trümmern zu retten, was ihm noch geblieben ist. Das Leben hier hat die Menschen widerstandsfähig gemacht. Besonders die Menschen aus der Kutch-Region sind sehr stark. Sie setzen sich in der ganzen Welt durch. In Bombay, der wirtschaftlichen Hauptstadt Indiens, finden Sie überall erfolgreiche Geschäftsleute aus unserer Region. Wir werden also sehr rasch aus dieser Phase der größten Not herauskommen. So,
In der Hafenstadt Kandlerport kam es 1998 schon einmal zu einer Naturkatastrophe. 2 Jahre lang lebten die Menschen in behelfsmäßigen Zelten, nachdem ein schwerer Wirbelsturm über die Stadt gerast war. Meterhohe Wellen schwemmten die Hütten der Armen einfach ins Meer. Schätzungen nach starben bei dem Unwetter 5000 Menschen. Doch schon innerhalb kurzer Zeit ging das Leben in der zerstörten Hafenstadt wieder seinen gewohnten Gang. Die Menschen setzten, so gut es ging, ihre Häuser wieder instand. Der Alltag kehrte ein, bis das Erdbeben weite Teile der Stadt zum zweiten Mal zerstörte und die Erinnerung an den Zyklon wieder wachrief. Im Juni 1998 um 2 Uhr nachmittags brach der Zyklon über uns herein. Hohe Wellen überschwemmten die Stadt. In meinem Haus stand das Wasser Meter hoch. Alle Hütten in der Slum-Gegend wurden zerstört. Nach dem Erdbeben hat die Hälfte der Einwohner die Stadt verlassen, aus Angst vor Nachbeben, aber auch wegen der Tanksilos. Kandlerport ist der wichtigste Umschlagplatz Indiens für Petroleum, Holz und Chemikalien. Über 1000 Chemiesilos stehen in unmittelbarer Nähe zum Wohngebiet. Bei dem Wirbelsturm vor 3 Jahren flossen hochgiftige Chemikalien ins Wasser. Schon damals verlangten die Arbeiter eine Umsiedlung. Vergeblich. Hier sind Produkte wie Ammonium, Petroleum und Sulfursäuren gebunkert. Und in unmittelbarer Nachbarschaft leben über 25.000 Menschen, die für die Hafenbehörde Kandla arbeiten. Entweder müssen die Einwohner woanders angesiedelt werden oder die Behörde darf hier keine hochgiftigen Produkte mehr aufbewahren. Die Menschen in Kandlerport sind vom Schicksal verfolgt. Ein Zyklon und ein Megabeben innerhalb von 3 Jahren. Das ist selbst für indische Verhältnisse ungewöhnlich. Die Gefahr aus den Tanksilos ist nicht gebannt. Wer in Kandlerport lebt, kann noch lange nicht ruhig schlafen.